Polster. Und der erste Gefühl damals von Felix Laski geholt. Defensiven Gegner auszumanövrieren, aber Polster. Allan Mörkere. Um Himmels Willen. Halbe Stunde, nach fast einer halben Stunde. Wir sind in der 30. Minute. Spielstand 0:0. Herzog. Immer wieder Kari Reinheim. Polster. Richtig, dass er mal geschossen. Turmantrainer Friedel Consiglia, waren wir kurz. Mieses Spiel unseres Teams gesehen zu haben. Polster! Und lächelnd, wir haben bei der WM ähnliche Situationen erlebt, wo die rote Karte. Herzog. Oh! Gut. So, und hoffen wir, der Druck wird im Augenblick etwas stärker. Wenige Zentimeter am leeren Tor vorbeischießt. Tor, nein! Thorkil Nielsen! Darf das wahr sein? Es ist wahr, es ist wahr. Die Nummer 7, Thorkil Nielsen, bringt in der 60. Minute, in der 60. Minute die Färöer Inseln gegen Österreich in Führung. Der Kommentator der Insel links neben mir, er sitzt zwar in einer anderen Kabine, aber er schnappt über und mit gutem Grund und gutem Recht. Polster! Kann ich gar nicht glauben. Kann ich glauben können. Allan Mörkere. Rodax. Die Motivation dazu, dieses Wissen, eine außergewöhnliche Leistung heute bringen zu können. Das war der Torschütze des 1:0 und er schießt fast das 2:0. Hartmann. Ja und? Polster kommt zu spät. Dieses Spiel ist. Hartmann. Dem Grunde sicherlich, wie wir alle mit einem Schützenfest für Österreicher gerechnet haben. Das Spiel ist zu Ende. Nach einer beschämenden Leistung verliert die österreichische Nationalmannschaft. Gegen wen? Gegen die Färöer Inseln mit 0:1. Torschütze mit der Nummer 7, Thorkil Nielsen, der noch eine zweite große Möglichkeit hatte. Und Sie können sich vorstellen, dass in den nächsten Tagen die Schlagzeilen sich in Österreich nur mit diesem einmaligen Debakel befassen werden. Hans Huber versucht jetzt unten am Spielfeld die ersten Interviews einzufangen und es wird, glaube ich, denkbar schwer sein, überhaupt jemanden jetzt zu einer Stellungnahme zu bekommen.